50 Zahnbürsten hier. Was hat das zu bedeuten? Dass ich 66,9 Kilo wiege. Sehr gut. Mitzi, warum kotzt du? Warum kotzt du? Dass ich kann waschen. Mitzi, Kotze wegmachen vom Teppich. Siehst du das? Na, erstmal müssen wir mit Wasser, ne? Ordentlich. Na, siehst du. Katzenkotze ist weg, das ist schon mal gut. Was sagst du dazu? Jetzt gibt es wieder Frühstück wie jeden Morgen und dann gucken wir mal, ob wir Weihnachtsbaum werden wir als erstes mal machen. Weil die Ecke aufräumen, das Zimmer aufräumen nochmal von Anouk, das kann er jeden Tag aufräumen, also ist ja furchtbar. Okay. Und dann stellen wir den Weihnachtsbaum hin. Schnelle Reiter, so hießen sie früher. Keine Ahnung, wie heute also. Papa, ich das Essen ist ja noch nicht fertig, jetzt aber bleibst du mal sitzen. Bleibst da. Kann ja nicht wahr sein. Steht die schon offen und haut ab. Ja, geh auf Toilette und komm wieder. Ja. Ich mach hier Essen und sie sagt, sie ist fertig. Jetzt soll es sein. Bitte schön, liebe Kinder. Ach ja, gut, Papa. Das ist sehr nett. Und so, jetzt Papa ist auch fertig. Jetzt geht's los mit Frühstück. Gemeinsames Frühstück, ja. Ich freue mich. Freu mich so. Nur mal kurz den zweiten Film. Vorsicht. Ja, Mama, nur was mit der Kugel an. Ja, dann müsste da. Papa ist fertig, aber. Kinder so, noch nicht. Also. Und vor allem, jetzt ist Frühstück, jetzt fangen wir an. Und jetzt ist Kinder mehr da. Das ist furchtbar. Doch. Ärger mich. Ich bin da. Ja, du bist da. Du bist das einer. Ja. Komm, du Kälte. Weiter. Machen wir mal heute doch nur den Weihnachtsbaum und das Zimmer ein bisschen flott. Willst du auch seine Wurst? Hier? Ja, wenn so. Machen wir hier nicht so einen septischen. Na, dann hau ab. Ich habe gerade ein ganz furchtbares Körpergefühl. Ein bisschen Schauspielerei ist natürlich mit bei. Muss man nicht vergessen. Also Marlies übt ja auch eigentlich für ihre Rolle als Rentner. Schon mal. Für den Rentenantrag. Für die vorzeitige Rente. Für die Rente. Oha. Stell mal einen Antrag. Auf Rente? Ja, vier Kinder. Vier Kinder plus eins in petto. Also quasi vier Kinder netto. Ja, Mensch, schade. Mein Sohn kommt nämlich sehr selten uns hier aufsuchen. Also er muss uns ja nicht besuchen, aufsuchen. Aber er gehört ja mit dazu. Und nicht schon schade.
Das nervt ihn ja, glaube ich, auch, wenn wir ihn dauernd fragen. Ja, das ist es ja auch. Und wenn wir ihn ja nicht fragen, wird es aber auch anders falsch ausgelegt. Dann wird so, ah ja, die wollen bestimmt nicht dahin kommen. Schwierig. Na, ich würde ihn fragen. Einfach mal anfragen, Björn, hast du nicht mal Bock, wieder bei uns zu übernachten, oder? Was ist denn Weihnachten? Also, wird er was machen mit seinen Kumpels, klar. Aber ist ja ein Familienfest eigentlich. Das ist ein guter Junge, der eigentlich nicht weiß, wie er mit so Situationen umzugehen hat. Und der war so erfolgreich, der ist ja. Sportlich. Ersten Platz hat er gemacht, denke ich mal. Beim Turnier. Muss ich mir vorstellen. Das wurde sofort. Ach, naja, aber. Wenn er nicht gut. Fand das richtig gut. Erfolg. Das gut. Oh, wie ich damals immer noch geschimpft habe mit ihm, ey. Warum? Na, weiß ich noch. Ich kam abgeholt und dann. Naja. Da war nicht beim Karate. Da war so ein Jitney schon wieder. Ach so, schon wieder mit dem Karate abgeholt. Ja. Nicht los heutzutage hier. Ja, den würde ich jetzt gleich trinken. Ich muss erstmal weg. Ja. Ich freue mich auf den Kaffee jetzt. Wir müssen heute den Weihnachtsbaum noch machen, das werde ich nur machen. Ich werde drüben jetzt aufräumen im Kinderzimmer bei Anouk und dann werde ich den Weihnachtsbaum abholen. Alice, wo bist du? Ja. Oh. Was machst du da? Mir ist halt kalt. Furchtbar. Sie ist krank. Definitiv krank, die Frau. Ich schon immer gewusst, diese Geistesschwäche. Gut. So, Pflanzen haben wir auch geholt jetzt. Ja, jetzt müssen wir nur noch die Lampe drüben machen bei Lumen. Ja. Ganz lange fast gar keine Glühbirne mehr an. Ja, bloß eine. Die kann also kommen, was kommt als nächstes? 5 Stück sind noch dann. Das letzte Licht brennt, alle anderen Lampen waren durch. Also auch die, die noch geleuchtet haben, das war nichts, das waren diese komischen Energiesparlampen. Die stinken wie Sau, die kriegst du Kopfschmerzen von, kannst nicht gut schlafen.
kommen jetzt wieder normale Glühbirnen drin, wie drüben, und dann ist der schick. War ich jetzt kurz gleich im Baumarkt. So sieht's aus. Jetzt mache ich erstmal die Lampenschirme alle sauber und stelle hier in die Küche. Da habe ich ohne Menge mit zu tun. Wieder fertig. So, also schau ich mal im Keller, ob ich welche habe, aber ich glaube nicht. Ich gehe Glühbirnen kaufen. Die brutzeln hier richtig. Wir gehen kaufen. Und um die Malis zu entlasten, nehme ich definitiv Anouk mit. Mhm. Ja, ich bin wieder da. Ratet mal, was Glühbirnen kosten. Ey, ich wollte ja normale holen, jetzt zeigt doch LEDs geholt. Ah, 60 Euro ausgeben. Also 5 Euro ein Stück. Für 12 Lampen dann 60 Euro. Wahnsinn. Na, wird das nicht schön am Ende. Oh Mann, ey. Ich bin wieder da. Jetzt ist Marlies natürlich gleich wieder wach. Weil die Kinder, die können die nicht in Ruhe lassen. Aber ich muss auch mal jetzt weitermachen hier. Wird das ja nicht fertig. Dann geht die Lampe ja schöner haben jetzt. Ja, warte. Ah, so viel Verpackung. Da fällt jetzt auch noch ein, okay. Schmeiß den mal drunter. Ist doch nicht dein Ernst, ey. Die erste, die ich auspacke, ey, guckt euch das Gewinde an. Sieht man das überhaupt? Ja, ich lass nochmal hier liegen. Also, das ist ja Wahnsinn. Muss ich nochmal zurücklaufen? Ey, ich fass es nicht. Na ja, jetzt wollte ich die Glühbirne noch wieder. Oh Mann. Was? Jetzt muss ich zum Rossmann noch mal gehen und eine Glühbirne holen. Bis gleich. Hallo, letzter Akt. Naja, das war Gott sei Dank kein Problem. Er hat gesagt, naja, müssen wir ja nicht machen. Wenn die jetzt nicht funktioniert, warum auch immer, dann. Naja, funktioniert. Fantastisch. Jetzt können wir mal gucken, wie hell das ist. Wie schön hell das wieder ist. Oh, toll. Fertig. Jetzt soll ich Papier wegräumen da unten. Und dann habe ich das jetzt geschafft. Das geschafft. Die Pflanzen gemacht. Dürm aufgeräumt. Weihnachtsbaum. Hier abgewaschen. Oh, ist das schön aus. Naja, diese gelben Erwägungen wollen wir nochmal austauschen. Gegen andere Färbungen. Aber da war jetzt gerade nichts mehr da. Leider. Naja. Was ich nochmal brillant, vier brillant weißer Brücken nochmal 20 Euro. Was mich nervt, ist, dass sie flackern. Die haben so eine Taktung. Wird man ja vielleicht so auf der Kamera sehen. Also, das wäre ein Ding, ey. 25 Frames. Ich weiß nicht, ob man das sieht dann. Ob es gut aussieht oder ob das flackert in der Kamera. Das wäre ja was. Also, ich finde es gut auf alle Fälle. Das sieht man ja manchmal bei diesen Autos, sagen alles, was LED hat, hat ja eine gewisse Taktung. Die flackern ja immer so, die kriegen ja immer so einen Impuls. Na, mal gucken, wie lange die halten. Bin mal gespannt. So, jetzt soll die Pappe da unten weg und dann ist Feierabend für mich. Zumindest hier heute. Dann schneide ich das Material zusammen. Ist ja auch schon Duster jetzt, dann werden wir was Abendbrot machen vielleicht. Und dann. Ja, und dann schauen wir mal.
So, habe ich gerade jetzt so mal zum Malis gepflanzt. Die versteckt sich. Ich weiß ja nicht warum. Hä? Mein Es stinkt hier. Kann ja nichts dafür, wenn du so pupst. Ich weiß das nicht. So, Fakt ist, ich habe mich jetzt mal kurz zum Malis gesetzt hier und zu meinem Gammeltier. Papa. Auch Faulfleisch genannt. Und da kommt schon das nächste hier Faulfleisch an. Und was will das nächste Faulfleisch? Kannst du mir eine Pizza machen? Auf gar keinen Fall. Ach, bitte. Nee, wir haben noch Würstchen unten. Die kannst du dir in die Bratpfanne hauen noch. Noch mal kurz warm machen. Und dann kannst du die Würstchen. Will ich nicht. So. Daumen hoch. Würstchen. Na, ein bisschen erstmal das aufbrauchen, was wir schon angefangen haben. Na, dann hast du aber keinen Hunger auch, oder? Oder sehe ich das falsch? Ist das heutzutage ich anders? Ich habe Hunger, aber ich will keine Würstchen essen. Das ist kein Hunger, das ist Appetit. Das ist was anderes. Und bei dir vor allem aus Langeweile, weil getan hast du heute noch nicht so viel. Doch. Ja, komm, sag, was hast du denn gemacht? Na, am Anfang habe ich Film aufgestanden. Geguckt. Ja, Film geguckt, das ist doch keine Tat, na sag mal. Du guckst schon wieder da hinten, gucken sie Minecraft. Ich meine, früher hat man nicht geguckt, wenn Gronkh das gespielt hat. Ja, heute guckt man nicht, wenn Familie Vogel das spielt. Ich fasse das ja nicht. Ich guck das gar nicht gerne. Ja, hör auf. Ja, ich guck das gar nicht. Imaginäre, das ist ja unglaublich. Ich spiele bloß gerne Minecraft, aber ich guck das nicht gerne. Doch, ich guck das gerne auch. Ja, klar, ich muss das in die Kamera. Oh, bitte, ich habe Kopfschmerzen. Ja. Was sind das hier für eine Jammerlappengesellschaft? Oh. Fakt ist, dass das Paket wieder da ist. Wollte ich euch kurz mal nur eine Info geben. Das Paket ist angekommen, die KPM-Düste. Der Borsig ist wieder da. Borsig ist angekommen. Es ist ja, wahrscheinlich ist er wie zu königlichen Zeiten noch der königlichen Porzellan-Manufaktur. Oh, KPM. Also wie gesagt, wahrscheinlich ist er noch mit der Postkutsche unterwegs gewesen, so wie früher. Und das hat halt ein bisschen länger gedauert. Ne? Und der Herr hat geschrieben, ist sicher angekommen, alle gut. Da freuen wir uns natürlich sehr. Habe ich doch gut eingepackt. Hast du gut eingepackt? Ich habe gut vorgepackt, Marlies hat entgepackt und die Hermes-Leute haben es weggepackt. Erstmal so. Eine Woche lang zur Seite. Eine Woche lang zur Seite, weil was gut ist, Bruchzeit. Haben sie bestimmt auf so eine Wertsendung gewartet, so einen Werttransport, haben sie gesagt, so. Naja, schicken wir nur die guten Sachen mit und naja. Das war die kleine Info am Rande. Jetzt schau ich mal, was auf YouTube so passiert ist. Schon mal was davon gehört, wenn man Pedale montiert, Fett drauf kommt, hast du leider nicht gemacht, tut dem Material nicht gut. Naja, das habe ich ja schon beantwortet, ich glaube, da habe ich schon geschrieben. Naja, ich habe das auch nicht gezeigt, aber man sieht noch im Ansatz, wie ich tatsächlich Fett drauf mache. Da bist du, kann ich weiter jammern. Hey, was soll das? Mach dich mal gerade. Tut alles weh. Ey, guck mal, es sind bald ja keine Abonnenten mehr da. Was, gehen die noch weiter? Ja, 871. Ey, wir schaffen noch die 800. Gebt euch Mühe. Bis Silvester. Ist ja unglaublich. Was ist denn da los? Ist das so schlecht geworden, das Programm? Ich fass es nicht. Ey, tut mir leid. Dann werde ich mal wieder einen Kopfstand machen vor der Kamera. Den kannst du doch gar nicht. Eben. Das ist ja das Lustige daran, den kann ich gar nicht. Feierabend! Mir ist so kalt. Hm? Kalt. Dir? Mhm, sehr gut. Ich freue mich über den Tannenbaum, sieht echt gut aus, die Ecke sieht echt schön aus. Ja, voll schön gewachsen auch. Habt ihr den schon gesehen, so mal richtig? Ja klar, habt davon die ganze Zeit gesehen, aber guck mal, wie schön er aussieht. Ein schöner Tannenbaum. Ja, der hat auch eine gute Größe. Lumi, willst du mal drüben gucken, wie dein Licht jetzt ist? Ist total hell. Guck's dir mal an. Musst du mal anmachen. Hat sich ja heute Morgen noch beschwert über ihre Lampe. Nun komm rüber, Licht. Licht bringt Leben. Und, gefällt dir? Ist total hell, wa? Ist total hell, war es bei mir noch nie ganz so lecker. Ja, bitte. Ah, danke. Das ist aber nett. Hat mich lieb.